alle liebe Neverland Ranger, seid ihr bereit, mein neues Haar zu betrachten? Sofort nach dem Intro. Vegas Films präsentiert. Mein neues Haar. In 3, 2, 1. Wunderbar! Tada! Silber, grau ist das neue. Da ich im Internet viel herumgeguckt habe, wie man solch silbergraues Haar überhaupt bekommt und herausgefunden habe, dass es auch ziemlich schwierig ist, wollte ich euch dran teilhaben lassen. Oder zumindest die, die es interessiert. Ich dachte mir eigentlich, weil ich schon seit Jahren meine Haare selber färbe, das kriege ich auch noch hin. Und da habe ich mich geirrt. Das ist kein DIY, das ist ein Please don't ever do it yourself. PDE-DIY. Als ich die Idee hatte, bin ich in einen Beauty-Hair-Shop gegangen und dort hat mich eine Dame beraten und hat mir sämtliche Produkte verkauft, die sie dort zur Verfügung hatte. Blondierungscreme, so eine Grau-Silber-Tönung. Also bin ich nach Hause gegangen und habe alles zusammengemischt und alles und heraus kam ein sehr gelbstichiges Desaster, woraufhin ich nächsten Tag wieder zurückging und die Dame hat mir noch mehr Produkte verkauft. Aber mit solch einem Selbstbewusstsein, dass ich dachte, naja, jetzt muss es aber klappen. Blondierungscreme, andere Graumasse und ich packe das rauf und ich denke mir, warum wird das denn so dunkel? Sollte das euch jemals passieren, sofort auswaschen, alles wegschmeißen und verbrennen. Ich hatte einen braun-grau-blond-Matsch. Ende vom Lied, ich bin zum Friseur gegangen. Und das rate ich allen, die solch eine Farbe erreichen wollen oder so eine ähnliche. Erstmal stundenlang Blondierungscreme einwirken lassen, alle Farben rausziehen, mein Türkis ging nicht ganz raus, ist hartnäckig. Die Friseurin hat dann immer die Alufolie geöffnet und dann gesagt, oh nein, das Türkis geht nicht weg. Und ich habe gesagt, keine Sorge, ich hänge dran und das ist auch Kunst, wenn das so ein bisschen, ne? Das hat natürlich die ganze Zeit geprickelt und gebrannt, aber es ist ja auch pure Chemiekeule. Das Schlimmste war eigentlich beim Auswaschen, da kam dann dieser Grauton und nochmal ein Zeug, was die Pigmente rauszieht. Und das hat gebrannt wie Sau. Das war zum Glück nur 4 Minuten drauf. Das war also, ja, da muss man durch. Ich werde für das nun folgende Product Placement nicht bezahlt. Und das prangere ich an. Die Friseurin hat mir noch Silbershampoo ans Herz gelegt. Sie hat mir jetzt geraten, das einmal in der Woche zu machen. Oder nach Bedarf öfter, falls ich das möchte. Falls ihr auf dieses Video geklickt habt, weil ihr auch Tutorials sucht nach silbergrauem Haar, mein Tipp ist, geht zum Friseur. Don't ever do it yourself. Tja, das war's schon. I like it. Ich finde das irgendwie cooler so jetzt. Ich wünsche euch nur noch einen wundervollen, was ist heute, Mittwoch? Abonniert Vegas Films. Ich sing euch nun das Endcard-Lied. Das Endcard-Lied hat alle lieb. Ich sollte mal die Gitarre stimmen und endlich aufhören zu singen.